folgen, denn mit dem 1. FC Lok und dem FC Sachsen verbindet die Stadt eine lange Geschichte. Leipzig zwischen Tradition und Kommerz. Die Sportschule Ägidius Braun im Leipziger Stadtteil Abtnaundorf. Bis das neue RB-Trainingsgelände für 30 Millionen Euro fertiggestellt ist, arbeitet die Mannschaft hier am Projekt Bundesliga. Das Ziel ist klar, aber die Anerkennung muss sich der junge Verein noch erarbeiten. Das wissen Trainer und Spieler. Also es ist kein normaler Verein von der Tatsache, dass er letztes Jahr erst neu gegründet wurde. Dass hier natürlich als Besonderheit dazu kommt, dass ein externes Unternehmen aus dem Ausland mit dem Ziel, den Absatz zu steigern, das Image zu verbessern, hier einen Verein installiert hat oder sich hier mit eingekauft hat in der Stadt, um das Ziel eben zu erreichen. Also es war jetzt nicht, das vorrangige Ziel ist nicht der Fußball, sondern das vorrangige Ziel, wissen ja alle, ist der Konzern. Insofern kann man da natürlich gespaltener Meinung zu sein zu diesem Projekt, aber ich sehe es als riesige Chance für mich und auch weiterblickend für die Stadt und dann auch für den Ostfußball, wie man so schön sagt, als riesige Chance hier langfristig gehobenen Fußball auch zu sehen. Viele Spieler haben sich auf das Projekt RB Leipzig eingelassen, obwohl sie Angebote aus höheren Ligen hatten. Und so stießen sie im Kollegenkreis nicht immer nur auf Verständnis. Wenn du von Greuther Fürth nach zum FC Augsburg gehst, wie davor, dann gratulieren dir alle. Wenn du das nächste Angebot von Hoffenheim kriegst, dann gratulieren dir alle. Und jeder weiß, wo du dran bist, was Sache ist. Wenn du sagst, ich gehe nach Leipzig und sagst dann, ich gehe zu RB Leipzig. Und dann sagst du noch, du gehst in die 5. Liga, wo du die letzten 10 Jahre jeden Sonntagnachmittag auf Sky von Papa und Mama zu sehen warst. Dann ist es schon so, dass du erstmal in eine Erklärungsnot gerätst. Dann geht's einen Monat, 2 Monate, 3 Monate weiter und plötzlich kriegst du mit, wie viele andere Kollegen dieses Projekt, was dann ja auch medienmäßig sehr hochgepusht worden ist oder bekannt geworden ist deutschlandweit, plötzlich sagt jeder zu dir, hör mal, ich habe gehört, Leipzig ist eine super Stadt, hey, Leipzig ist ja richtig gut, hey, hör mal. Ja, und plötzlich denkt jeder an seine eigene Zukunft und sagt, Moment mal, braucht da nicht noch einen Zeugwart, braucht da nicht noch einen Busfahrer, braucht da nicht noch einen Platzwart, braucht da nicht noch rechts außen, links außen ein, habt da nicht noch Platz für einen dritten Torwart und braucht da nicht noch einen Torwarttrainer. Und so hast du schon gemerkt, dass sich dieses Anfangs-Desinteresse recht schnell gedreht hat dahin, da passiert ja was ganz Großes. Das ist nicht, dass da mal 3 Wochen ein bisschen Euphorie ist und dann ist das Thema erledigt, sondern die planen ja wirklich was. Also erstmal haben wir in den letzten 20 Jahren eine Leidensgeschichte hinter uns. Mit Abenteurern, die auch versucht haben, hier Fußball zu entwickeln, die dann in den unterschiedlichen Vereinen aktiv wurden. Aber im Prinzip läuft es immer auf eine Bipolarität heraus von FC Sachsen und VfB Leipzig, heute Lok und Sachsen. Ich kam 2000 nach Leipzig, ja, da hatten wir 2 Mannschaften, 3. und 4. Liga. Und der Tenor war, wir haben demnächst mindestens 2 Zweitligisten, vielleicht sogar 2 Erstligisten. So, und ich dachte, toll, jetzt bist du hier in Leipzig, es geht nach vorne als alter Fußballfan und Fußballberichterstatter. Und es ging seitdem nur bergab. Die Fußballbegeisterung ist riesengroß, aber es waren beiden Vereinen, kamen nie zusammen, Geld und Fachwissen. Einmal war es Geld da und dann waren leider Hornochsen am Werk und umgekehrt. Also wenn man mit Fußballfans spricht über den Leipziger Fußball, da steht eigentlich erstmal im Vordergrund immer die 2 Traditionsvereine. Aber man redet auch jedes Mal, man kommt sofort auf diesen Punkt, Randale. Ich denke mal, dass diese ganze Fanproblematik in den letzten 2 Jahrzehnten, ich sag mal, dafür gesorgt hat, dass der Leipziger Fußball da steht, wo er eigentlich heute steht. Wobei man sagen muss, die letzten 1-2 Derbys seit RB da ist, die sind etwas lässiger gewesen, da gab es also keine großen Ausschreitungen mehr. Aber ich war auch bei Sachen dabei, schlimm, Schlägereien und also ganz hasserfüllt, da willst du als Journalist auch nicht dabei sein. In Leipzig gibt es ein hochmodernes Stadion, in Leipzig gibt es eine super Infrastruktur und ich denke mal, das macht es auch interessant. Das hat es auch interessant gemacht für RB, direkt diesen Standort Leipzig auszusuchen. Wunderbar, 2006. Keiner hat geglaubt, dass da was dran ist. Red Bull kommt nach Leipzig. Die wollten damals beim FC Sachsen einsteigen. Ja? Die ganze Geschichte war nicht so ausgegoren und zu Ende gedacht, weil es gab Fanwiderstände. Red Bull wollte natürlich dann die Vereinsfarben und den Namen und so weiter. Das ging beim FC Sachsen nicht. RB hätte auch zu uns kommen können, also definitiv. Es gibt klare Regeln und klare Aussagen, wo wir gesagt haben, da lassen wir uns auch nicht mit uns sprechen. Die hätten das ganze Stadion bei uns vollpflastern können mit ihrer Werbung und alles Mögliche machen können. Ne? Aber es hätte nie RB Lok Leipzig oder so irgendwas geheißen oder
dass die in Rot-Weiß gespielt hätten oder weil wir, das war von vornherein klar, das war immer unsere Maxime. Daran rütteln wir nicht. Und zwei Jahre später haben sie dann eine neue Idee gehabt. Da war dann ein neuer Macher auch, Andreas Sattler. Der hat gesagt, wir machen das anders. Wir brauchen einen eigenen Verein, dass uns keiner reinreden kann. Und dann kam das Vehikel SSV Mark Ranstedt ins Gespräch. Und über diesen etwas merkwürdigen Weg, aber doch gangbaren Weg, sind sie dann in den deutschen Fußball reingekommen. Das hat Mark Ranstedt noch nicht erlebt. Ein Medienrummel wie beim Trainingsauftakt des FC Bayern München. Doch beim neuen Rasenballsport, kurz RB Leipzig, geht es nicht um die Champions League, zumindest noch nicht. Denn Red Bull hat Großes vor mit dem Leipziger Vorstadtverein. 100 Millionen Euro will der Brausehersteller angeblich in den nächsten 10 Jahren investieren. Auf dem Papier ein beeindruckendes Projekt. Aber die Realität sah zu Beginn anders aus. Schon beim ersten Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena mussten die Spieler erfahren, wie groß die Ablehnung gegen sie auch außerhalb Leipzigs ist. Ich war beim ersten Spiel dabei und muss natürlich sagen, dass ich mich da schon öfters gefragt habe, ob ich das Richtige gemacht habe. Klar. Also jeder weiß ja, wie es gelaufen ist. All diese Sachen, die letztes Jahr sowieso an Hass uns entgegengeschlagen sind, ob an einer Autobahnbrücke bis hin, dass da in Jena ja die Polizei einfach irgendwann gesagt hat, ihr müsst ungeduscht weg. Wenn ihr nicht ungeduscht wegfahrt, dann können wir für eure Sicherheit nicht garantieren. Und da war Jena natürlich ein ganz einschneidendes Erlebnis für uns alle, glaube ich, letzte Saison. Das ich kann den nicht nachvollziehen. Diesen Vorwurf der Instrumentalisierung einer Stadt durch eine große Company. Fußball ist ein Geschäft und insofern gibt es für eine Stadt keinen Unterschied, ob sie sich gezielt auf einen Fußballverein kapriziert, der mit einem Sponsor in ganz enger Weise verbunden ist oder meinetwegen 3, 4 Sponsoren im Paket im Bündel hat. Also man muss da ganz ehrlich sein, natürlich ist das was ganz anderes, wenn wir hier Bundesliga haben. Da steigt die ganze Stadt mit auf, ob das die Gastronomie ist. Alles, Taxifahrer, die Journalisten fahren dann eben auch mal zu Bayern München und nicht mehr nach Plauen. Wir schreiben immer noch über Fußball, aber natürlich ist es was anderes, wenn du dann ganz oben angekommen bist. Und wir werden mehr Zeitung verkaufen beispielsweise. Es sind direkte Arbeitsplätze, es sind indirekte Arbeitsplätze, es ist eine volkswirtschaftliche Gesamtbilanz, die man einbeziehen muss. Und dann spricht man heute, wenn man in der ersten Bundesliga eine Mannschaft hat als Stadt, spricht man von einer mittelständischen, größeren Industrieansiedlungen vergleichbar. Je nach Rechnung und je nach Studien spricht man von mehreren tausend Arbeitsplätzen, die indirekt und direkt von einem solchen Engagement abhängen. Natürlich wäre es mir auch lieber gewesen, wenn es einer der beiden Traditionsclubs geschafft hätte. Aber das war jetzt nicht abzusehen und es wird auch nie mehr so sein, nehme ich mal an. Insofern ist mir es relativ egal, wie der Verein sich nennt, der jetzt Leipzig irgendwann die Bundesliga führt, ob der Red Bull heißt oder Nutella. Es ist der Lauf der Dinge und wie gesagt, jeder, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, muss den roten Teppich eigentlich ausrollen. Wir können nur dankbar sein. Die investieren viel Geld, die wollen nichts von Leipzig und es wäre noch schön, wäre jetzt schön, wenn sie natürlich noch ein bisschen besser Fußball spielen würden als in der laufenden Saison. Allen Beteiligten ist klar, der Weg zur Anerkennung geht nur über den sportlichen Erfolg. Aber der lässt sich trotz hoher Investitionen nicht erzwingen. Sind Sie da, Stück? Alle da. Ja. Auf die Führer! Die Mannschaft steht unter hohem Druck. Mit dem Leipziger WM-Stadion, nun Red Bull Arena, haben sie eines der modernsten Stadien Deutschlands als neues Zuhause. Aber die 44.000 Zuschauer fassende Arena muss auch erstmal gefüllt werden. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt und dann ging es los mit dem Unentschieden hier zu Hause gegen Türkgücüspor, die bis jetzt noch kein Spiel gewonnen haben in der Liga. Das zweite Spiel, auch sehr schwaches Spiel von uns, wieder ein Unentschieden und das dritte Spiel noch ein Unentschieden. Also es trat so eine gewisse Ernüchterung ein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Anfang der Saison, dass alle dachten, naja, das geht zu einfach, das ist nur vierte Liga, wir sind alle außer Bundesliga, wir haben alle schon viel mehr gesehen als vierte Liga, dass du Vereine wie Havelse, Vereine wie Wilhelmshaven, Vereine wie Plauen, der im Unterbewusstsein nicht zu 100% ernst nimmt. Und dann sind wir so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geknallt. Das war sicherlich so der erste Auslöser dafür, dass gewisse Zweifel vielleicht auch aufkamen, nicht nur bei uns in der Mannschaft, sondern im gesamten Team, im gesamten Umfeld vielleicht auch. Mensch, was ist da los? Ne? Normalerweise müssten die da ganz oben stehen und jetzt geht das hier sehr holprig los.
Freistoß. Semgun im Lübecker Tor, unsicher, Fran Gedanken schnell, Rockenbach der Silber. Nach der Vorbereitung hätte ich das Geld, was ich habe, ist nicht so viel, aber komplett gewettet auf einen Aufstieg von RB. Ich war mir todsicher, dass die da durchmarschieren mit 10, 15 Punkten Vorsprung. Schinke gefühlvoll auf Rockenbach. Müller auf Rockenbach da Silva. Herrlich die Mitnahme. Fran, das 2:0, sein 13. Saisontor. Geiler Ball! Ich musste mich dann eines Besseren belehren lassen. Die haben in der ganzen Saison kein einziges komplettes gutes Fußballspiel gemacht. Und die steigen völlig zu Recht nicht auf. Es ist schon die erste große Krise in diesem Projekt. Ich weiß, dass Red Bull natürlich in Leipzig bleibt, aber also diese Ehrenrunde in Liga 4, die war nicht vorgesehen und die kann man auch nicht schönreden. 89. Minute. Gebers beim Freistoß. Und der ist drin. Ey, wieso springen die nicht? Plötzlich drohte das Unentschieden. Verrückt. Semgun mit drin im gegnerischen Strafraum. Sein Fallrückzieher. Neuhaus macht den Deckel drauf. Ich denke, dass einfach ja das Bewusstsein eine große Rolle spielt, ne? dass man sich dessen bewusst sein muss, was hier passiert, dass nur Platz 1, nur ganz oben zu stehen, den Ansprüchen gerecht wird, was man hier vorhat. Also ab Platz 2 gibt es negative Berichterstattung, gibt es Unzufriedenheit, kommt Unruhe auf. So, das bedeutet, dass man hochkonzentriert an jedes Spiel gehen muss. Bei RB Leipzig kommt einem das ein bisschen so vor, die Profibedingungen sind zu 100% da, alles ist so, wie es sein muss, so wie du dich wohlfühlst als Fußballer, du musst nur Leistung bringen. Und manchmal hat man das Gefühl, wir sind zu viele Spieler, die einen Vertrag unterschrieben haben und denken, sie stehen in einem Aufzug und dieser Aufzug wird von allen Leuten drumherum automatisch bis in die Bundesliga gefahren. Und ich sage immer, RB Leipzig ist eigentlich eine Treppe, du stehst zwar unten am Anfang und du hast vielleicht silbernes Treppen und silbernen Treppenaufgang, aber laufen musst du es ganz alleine. Und du hast das Glück, dass die Treppe nicht nach unten geht, sondern du hast das Glück, dass die Treppe nur nach oben geht. Aber wenn du nicht läufst, bleibst du unten stehen. Die Red Bull Arena am 6. Februar. Ausgerechnet hier, im Heimstadion des RB Leipzig, steigt heute das Oberligaspiel zwischen Lok und Sachsen. Schönen guten Tag. Hallo. Die Bändchen macht die Kalle fertig. Da haben wir jetzt erstmal 250 Stück. Ja? So, mal gucken. Jetzt gehen wir darüber. Steffen Kubalt ist schon Stunden vor Anpfiff im Einsatz. Es ist sein letztes Spiel als Vereinspräsident von Lok. Kann ich Ihnen helfen? C16. C16? Bis 10-16. Der ist da drüben. Gott, wer spielt denn heute eigentlich? Heute ist Derby Lok gegen FC Sachsen. Das ist ein Stück meines Lebens. Ne? Also die ganze Familie steht dahinter, mein Schwager, mein Schwiegervater, die sind alle zu Lok gerannt, also es gab, oder VfB. Ne? Es gab dort immer nur das eine Thema, ne, im Fußball. Und das ist schon ganz einfach eine Herzensangelegenheit. Moin. Und ein bisschen bekloppt muss man natürlich auch sein, ja. Das ist richtig. Das ist ganz einfach so, sonst funktioniert die Geschichte nicht. Der Alfred-Kunze-Sportpark im Leipziger Stadtteil Leutsch. Hier treffen sich die FC Sachsen-Fans Marlies und Gerd Seidler mit ihrem Fanclub, bevor es gleich in die Red Bull Arena geht. Das erste Mal sagen wir so, zwischen Leipzig 1964, das Jahr, wo sie Meister wurden. Das war dort der Gig, von der Schule aus nach Leutsch zu gehen. Und seitdem bin ich mit kleinen Unterbrechungen ständiger Zuschauer bei der BSG Chemie Leipzig, beziehungsweise dann ab 1990 beim FC Sachsen Leipzig. Was anderes gibt es nicht. Immer Chemiefan. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Massen untereinander. Denn früher waren ja, da hieß es zum Beispiel in Leutsch, rücken Sie mal noch zusammen, es stehen noch 2000 draußen. Ja, das werden wir nicht wieder erleben, davon abgesehen. Aber wie gesagt, und so eine Euphorie, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, und für den Verein lebt man. Zicke, zacke, zicke, zacke!
Und das war 1990 bei einem Hallenturnier. Da fand ich das Flair so gut, das Ganze drumherum und das Spiel selber. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich gehe jetzt immer mit. Und da habe ich das auch immer gemacht. In die hiesige Red Bull Arena geht Gerd Seidler dagegen nur ungern. Denn mit dem neu gegründeten Verein RB Leipzig kann der gelernte Elektromonteur noch wenig anfangen. Für mich ist es eine zusammengekaufte Truppe, wo man redet zwar von einheimischen Spielern, aber ich will mal abwarten, was in 2 Monaten hier noch auf dem Rasen steht da davon und was passiert, wenn die 1-2 Klassen höher spielen. Wer guten Fußball sehen will und sich mal eine Bundesligamannschaft angucken will oder mal ein gutes Spiel sehen will, gut, da geht ja her. Und ich will das zwar dann auch nicht ausschieden, wenn ich mir mal auch eine Bundesligamannschaft angucke, aber Sympathien für RB Leipzig habe ich da bestimmt nicht dabei. Das muss ich ganz ehrlich sagen. 4 Euro wären es da bitte. Holland, naja. Damit arbeiten. Das kotzt mich schon wieder. Was hat Halle jetzt hier drin zu suchen? Wir fahren jetzt ganz runter. Ich wollte eine 7, ja. Da hast du jetzt Pech. Echt? Du müsstest jetzt eine Fahrt mit mir machen. Für wen ist die Torte? Das ist für die Mannschaft. Soll ich die reinbringen? Glaubwürdig. Wie bitte? Das wäre der Gag mehr. Na, definitiv würde ich das machen. Ich habe damit kein Problem. Ich hätte das gemacht, aber er hat ja gekniffen. Diese Rivalität mit der BSG Chemie früher oder dem FC Sachsen, das gab es schon immer. Und dass man natürlich immer besser sein wollte als wie die Chemiker. Dass man am Wochenende seine Spiele erfolgreich machen konnte und die vielleicht verloren haben, dann war die ganze Woche eine schöne Woche. Und das hat sich über die vielen Jahre ja immer fortgesetzt. Ne? Oh, hi, hier, die wollten mal richtige Schiedsrichter fassen. Oh, da haben wir ja Glück. Hallo, grüße Sie. Na? Hallo, Kubald. Hat alles geklappt soweit? Doch. Super, vielen Dank. Freue ich mich. Ja. Sicherheitsbesprechung. Ist erledigt, also machen wir in der Halbzeit noch was. Wir werden uns auf ein paar Knaller einstellen müssen. Gut, Zuschauerverhalten. Das werden wir sehen. Also wir können es hier sowieso nicht ausschließen. Ja, und da müssen wir gucken. Okay. Ich bin ja noch mit auf der Bank und wir werden das dann auf einen kurzen Dienstweg machen. Alles klar. Ja? Nach dem Spiel gehen wir noch Kaffee trinken. So, genau, sehen wir uns oben. Alles gutes Spiel. Ja? 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 Leider kann man ja in Leipzig nicht mit unseren Sachen durch die Stadt gehen, was der andere Verein mit den 3 Buchstaben kann. Da läuft jeder mit blau-gelbem Schal rum, das interessiert keinen, aber wenn du mit grün-weißem Schal rumläufst, dann gibt's irgendwelche dumme Bemerkungen. Ich meine, ich hab's noch nicht ausprobiert als Frau, möchte ich auch nicht. Nicht, dass dann mal irgendwo was geflogen kommt oder so. Radikal war's bestimmt, weil also auch viele politisch das gesehen haben beim FC Sachsen durch die Ultragruppierung von die Ablös, die sehr linkslastig sind und der erste FC Lok ja immer so ein bisschen in die rechte Ecke gestellt wurde, was auch zum Anfang, denke ich mal, dem entsprochen hat, weil wir damals versucht haben, jeden Fan von Lok Leipzig irgendwie mitzubinden. Wir wollten also keinen ausschließen, das sich aber in den ersten 3 Jahren gezeigt hat, dass man nicht jeden mitnehmen kann. Also du fühlst dich schon dafür verantwortlich, dass da die Rechten nicht im Verein sind? Das auf jeden Fall. Dafür habe ich mir 7 Jahre, also sagen wir, die letzten 4 Jahre ihren Arsch mit aufgeruppt, weil als wir das gesagt haben, dass wir nicht alle einfangen können. Ne? Wir haben es versucht, das ist schiefgegangen und damit, das mussten wir einsehen. Ne? Und da müssen wir jetzt gucken, dass das auch so bleibt. Ne? Warte mal ganz kurz. Ich denke, das nahe Ziel 3. Liga wäre für den 1. FC Lok auf jeden Fall machbar. Auch mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und dort im Fahrwasser, also von AB zu bleiben. Ne? Wir können, das ist nach wie vor auch meine Meinung, wir können nichts dagegen tun und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die irgendwann mal die Nummer 1 in Leipzig sind und dann muss jemand die Nummer 2 noch sein und da bin ich natürlich
angetreten, um zu sagen, das trifft's Lok ist die Nummer 2 hinter AB. Welche Seite haben Sie? Zuschauer, auch nicht zu Chemie. Was denn? Gewohnt in Gelb-Blau mit Seipel, Frauenholz. Freistoß, Freistoß! Ganz ruhig. Alle locker bleiben, locker bleiben. Ach ja, die Karte steckt im Arbeiter. Ich bin emotional, ja. Also, wenn mich einer nicht kennt, oder wenn mich einer kennt und sieht mich beim Spiel, da sagt er, nee, das bist du nicht. Da kommen Wörter raus, die ich sonst nicht so sage. Aber, ja, ja. Oh, ja! Streichel doch gut! Schiedsrichter Weißendorn aus Berlin gibt hier zu Recht Freistoß. Und da besitzt der erste FC Lok auch für diese Entfernung aus 25 Metern einen Spezialisten, Thorsten Gürke, und 1:0. Ja! 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 Oh, Scheiße! Mensch! Ja! Mensch! Ich dachte, der hat einen Weiter! 18. Minute, Solo von Sven Seitz. Doch der Spieler des FC Sachsen kommt nicht zum Abschluss. Wieder Freistoß, erster FC Lok. Freistoß, da hat man den Kugel zu. Ich denke, er guckt dir zu, oder was noch? Ach so. Wieder Gürke. Und diesmal klappt's besser. Ah, schade. Wenn er den jetzt nicht gehabt hätte. Auffällig beim ersten FC Lok, Pavel Devati wirkt sehr belebend. Pavel Mass. Bekommt hier den Ball und wird gefoult von Sven Werner. Mensch, das war gar nicht! Du Ableister! War gar nicht! Hat der Mut gefehlt, das zu pfeifen. Naja, muss aber. Dann Freistoß für die Leutscher. Das ist Heinze. Und das, die mit Abstand gefährlichste Situation für die Gäste. Das geht doch gar nicht. 11 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt. Freistoß Lok. Gürke. 56. Minute. 2:0. Ja! 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 Dann gelb-rote Karte für Seifert, der hatte gelb gesehen und musste nach dieser Aktion das Feld verlassen. Es war nichts. Hey, ja, das ist wichtig. Hey. Lok verwaltet dieses 2:0 jetzt mehr. Ja, tschüss, was wird? Tschüss. Oh nein, das ist ein Ausdruck. Ja! Bis auf die Gelb-Rot, aber. Naja. Naja. Dann kam ich nicht mehr drin. Glückwunsch. Danke. Er hätte es ja sehen müssen. Ja, heute ist scheiße. Ist nicht gut. Es ist heute einfach nur geil. Ja. Kannst morgen schön auf Arbeit gehen. Und die grinsen ein bisschen hinter. Ja, ein bisschen gedrückt, aber es geht vorwärts. Fiebern aufs nächste Spiel. Ne? Machen wir mal. Danke. Tschüss. Ja! 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 Ja
Das Trainingsgelände des FC Sachsen, zwei Tage vor dem Pokalderby gegen Rasenballsport. Einige der treuesten Fans machen der Mannschaft Mut. Den können Trainer Dirk Heine und seine Spieler auch gut gebrauchen, denn der FC Sachsen geht sportlich und finanziell durch eine schwere Krise. Ein Klar hier auf dem Ersten, da haben wir ständig Platz. Ein Sieg gegen den Lokalrivalen käme da gerade recht. Doch trotz Herzblut und Fanleidenschaft, die Chancen auf einen Sieg sind bei den unterschiedlichen Bedingungen gering. Einlaufen, Rückraum. Jawohl. Ganz krass ausgedrückt ist es einfach so, dass unser Trainingsplan bestimmt wird nach den Studienplänen bzw. nach der Arbeitszeit der Spieler. Und wenn man eben im Profibereich ist, dann RB Leipzig, bis das 30 Millionen Euro teure Trainingszentrum nahe der Red Bull Arena fertig ist. Auch wenn RB als Regionalligist noch in einer Amateurliga spielt, die Vereinsführung und Trainer Thomas Oral haben professionelle Ansprüche an Mannschaft und Umfeld. Im Profifußball ist es dann schon so, dass man auf viele Kleinigkeiten achten muss und dass man ganz klar diesen Weg der Disziplin, der Ordnung, die eine Mannschaft braucht, unheimlich im Auge haben muss, ja, und da ist es auch so, dass man im Profifußball 6-7 Mal die Woche trainiert und im Amateurfußball sind es 2-3 Mal die Woche. Trotz erschwerter Umstände, den Traum vom Profifußball, träumen auch die Talente des Fünftligisten FC Sachsen. Doch Dirk Heine kennt das Geschäft und versucht seinen Spielern vor allem eines zu vermitteln, eine realistische Selbsteinschätzung. Die Gespräche führt man vor allen Dingen mit jungen Spielern, wo man als Trainer das Gefühl hat, die haben das Potenzial. Nur ist es einfach so, dass die Spieler ja ihr Potenzial teilweise überhaupt gar nicht hundertprozentig abrufen können, weil die Belastung für die Spieler allein schon durch Studium, durch Ausbildung, Lehre, also sie können sich nicht nur auf ihren Fußball konzentrieren. Und dadurch ist es einfach schon so, ist die Arbeit, die man im Amateurbereich hat, also dass sie daran denken, ich werde eventuell nicht durch Fußball meinen Lebensunterhalt später mal verdienen können, sondern ich habe die Möglichkeit, beides zu verbinden, um eventuell meine Miete mit Fußball zu bestreiten. Der Tag des Derbys. RB-Fan Wolfram Materne macht sich auf den Weg in den Alfred-Kunze-Sportpark, der Heimat des FC Sachsen. Also Fußball habe ich mich, sagen wir mal so, ab Mitte der 60er Jahre interessiert. Damals als Chemie-Meister wurde in Leipzig. Und ab und an bin ich auch zur Lok gegangen, Lok Leipzig. Aber dann, als sie dann Konkurs waren und dann so ganz unterklassig gespielt haben, dann habe ich mich die ganzen letzten Jahre überhaupt nicht mehr für Fußball interessiert. Als dann in der Zeitung stand, vor 2 Jahren, dass Red Bull in Leipzig im Fußball einsteigt, da war ich von Anfang an, das war für mich die Sache für die Stadt, im Prinzip für den ganzen Ostfußball. Ich hätte nie gedacht, dass das Fußball, dass man so dahinter steht, dann das ist, und als Rentner jetzt, man muss ja seine Zeit mit irgendwie noch was ausfüllen und da gehört das, ist das für mich ein richtiges Hobby geworden. Ich finde das eben so toll, auch die Gemeinschaft, wenn man sich dann dort mit den Leuten immer so trifft, die man dann so immer schön vom Ansehen her kennt, und das macht eben Spaß und es ist eben auch vor allem noch ein sehr angenehmes Publikum, nicht so fanatisch und gewaltfrei, und das macht eben richtig Spaß. Ankunft der Gäste wie gewohnt unter Polizeischutz. Denn seit seiner Gründung ist Rasenballsport der meistgehasste Club im ostdeutschen Fußball. Das bekommen die Spieler zu spüren. Schon beim Betreten des Rasens werden sie mit Anti-RB-Rufen empfangen. Viele Fans des FC Sachsen fürchten, mit den Red Bull-Millionen kaufe Fußball-Emporkömmling RB den Traditionsvereinen die Talente weg. Doch als Brancheninsider sieht Dirk Heine die Sache nicht ideologisch, sondern sachlich pragmatisch. Der RB kann weder von uns talentierte Spieler wegnehmen, weil das gar nicht in ihr Profil passt, weil die Spieler nicht in ihr Profil passen, weil sie auch nicht die Leistungsstärke haben, um bei RB zu spielen. Und ähnlich sieht es auch im Nachwuchsbereich aus. Also von der Seite her wird RB Leipzig von uns hier nicht aussaugen an Talenten, sondern wir oder jeder andere Verein kann einfach nur profitieren von Spielern, die RB Leipzig irgendwann mal abgibt bzw. ausleiht.
damit sie Spielpraxis insammeln. Das sehen die Fans der Traditionsvereine natürlich anders. Denn wer ist schon gern freiwillig zweite Wahl? Dennoch, bei Fußballern ist RB ein heiß begehrter Verein. Noch ohne Tradition und Identität, aber dafür mit optimalen Voraussetzungen. RB ist in der jungen Phase, in dem es diesen Verein gibt, ist es schon ein besonderer Verein. Man merkt das mit dem ganzen Drumherum schon, mit Co-Trainer, mit Torwarttrainer, mit Athletiktrainer, mit dem Physio-Team, mit den Ärzten drumherum, zu den Auswärtsfahrten bzw. zu den Heimspielen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ganz klar sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, die einen Tag vorher anzureisen. Also die ganz normalen Dinge, die eigentlich im Profifußball dazugehören. Normaler Verein, das will man vielleicht nicht so sagen. Denn welcher Verein kommt mit so einem Anspruch her und gründet sich neu mit dem Anspruch, bis in die Champions League zu kommen? Gott sei Dank ist es so, dass das kein normaler Verein wäre. Denn sonst würde ich ja das gar nicht erleben, den Aufstieg bis in die erste Liga. Denn so alt würde ich ja dann gar nicht werden. Denn bei einem normalen Verein, da dauert das ja Jahrzehnte, bis sich in so einem Verein langsam hocharbeitet. Und so lange möchten wir ja alle nicht mehr warten in Leipzig. Ein Wort. Ich denke, dass es nicht so eine schwierige Sache ist, eine Mannschaft vorzubereiten als krasser Außenseiter gegen eine Mannschaft, die individuell ein bis zwei Klassen der meinen Spielern überlegen ist. Also von der Seite her geht es einfach nur darum, meinen jungen Spielern das Spiel gegen RB so schmackhaft zu machen, wie es nur geht. Also heißt das, dass der Anlasspunkt für das Spiel war, dass ich gesagt habe, dass wir nicht auflaufen, um hinterher dazustehen und Leute, ihr habt euch gut verkauft. Das ist ein bescheuerter Trost und das habe ich versucht, den Spielern noch zu vermitteln. In der Kabine ging es einfach wirklich nur nochmal darum, dass wirklich auch jeder Spieler rausgeht und so rausgeht mit den Gedanken, wir kommen hier weiter. In erster Linie konzentriere ich mich immer auf uns, was wir machen. Wir wollen uns nicht immer nur nach den Gegner ausrichten. Im Großen und Ganzen versuchen wir uns voll auf uns zu fokussieren und auch eine gewisse Dominanz an den Tag zu legen, was wir uns auch wünschen. Chemie Leipzig, Chemie Leipzig! Einer für alle! Alle für die BSG! Flanke, Schuss! Danke! Meine Spieler sehen, da ist ein Trainer draußen, der hampelt rum, der rastet gleich aus. Also ich denke, dass es viel wichtiger ist, dass die Spieler draußen sehen, der Trainer hat Vertrauen in uns. Das Wichtigste ist schon, dass man eine gewisse Entspanntheit an den Tag legt, dass man eine gewisse Ruhe auch hat, dass man das Spiel sauber analysieren kann, dass wenn irgendwelche Fehler passieren oder irgendwelche Ungereimtheiten auf dem Platz sind, dass man die korrigieren kann. Aber es ist ein emotionales Spiel und ich bin auch ein sehr emotionaler Typ. Ich stehe so hinterm Verein, dass ich eben die ganze Fankultur mit unterstützen will. Ich würde mich klar lieber auf der Geraden hinsetzen, aber vielleicht gehe ich später mal, wenn die Fankurve in ein paar Jahren richtig voll ist, da brauchen sie mich nicht mehr. Da sind sie selber genug. Leidenschaft auch bei den Sachsen-Fans. Doch nach einer gelben Karte kochen die Emotionen über. Dank rund 3.500 Zuschauern ist das Spiel für den insolventen FC Sachsen eine dringend benötigte Einnahmequelle. Doch bei Fanübergriffen drohen teure Disziplinarstrafen vom Verband. Gerade die Existenz unseres Vereins in Frage.
Ich denke, die Mannschaft, die hat schon gesehen, dass man da die Möglichkeit hatte. Und deswegen ist es auf alle Fälle eine Mischung gewesen zwischen sicherlich Stolz von dem, was sie auf dem Platz geliefert haben, aber doch riesiger Enttäuschung, dass es nicht erreicht hat. Am 21. April, zwei Wochen nach dem Pokalderby, wurde Dirk Heine nach 13 sieglosen Spielen entlassen. Nachfolger wurde sein Co-Trainer Christian Kaubitsch. Wolfram Materne macht sich auf den Heimweg. Doch bei aller Leidenschaft außerhalb des Stadions möchte er als RB-Fan doch lieber unerkannt bleiben. Jetzt gehe ich zu meinem Radl, hab die Flagge eingerollt und jetzt geht's nun unauffällig, neutral nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Leipzig Hauptbahnhof am 27. Februar. Die Mitglieder des RB-Fanclubs LE Bulls sammeln sich am Bus zur Auswärtsfahrt nach Magdeburg. Mit dabei Vorstandsmitglied Dirk Behne und seine Frau Nancy. Für Dirk Behne kamen die Leipziger Traditionsvereine Lok und Sachsen mit ihren vielen Problemfans nie in Frage. Das einen der anderen beiden wollte sie nicht, weil das ist einfach eine Wahl zwischen Pest und Cholera gewesen. Zu dem Zeitpunkt dann schon Familienvater. Also wenn, wollte ich ja schon mit meinem Sohn irgendwann ins Stadion. Da habe ich einfach gesagt, da kannst du nicht hingehen. Die Möglichkeit, mit RB auch als Fan bei Null anzufangen, hat Dirk Behne von Beginn an fasziniert. Denn so hat er die einmalige Chance, eine ganz neue Fankultur mit aufzubauen. Wir wollten halt im Prinzip wirklich eine Fanszene haben, die offen ist, die bunt ist, eine bunte Kurve, wo es halt nicht irgendwo zu Krawallen kommt, wo es nicht irgendwo zu Einsatz von Pyrotechnik kommt, wo niemand diskriminiert wird, wo wirklich selbst Fans von anderen Vereinen oder vom Gegner im Prinzip bei uns im Block sitzen können, wo denen nichts passiert. Wo, wenn man das bei einem anderen Fußballclub machen würde, würde es bestimmt Ausschreitungen geben oder die würden angepöbelt werden. Mit dabei bei jedem Spiel die RB-Fanbeauftragte Sandra Walz. Sie sorgt an den Spieltagen für einen reibungslosen Ablauf und ist für die Sicherheit und die Kommunikation mit der Polizei zuständig. Tag. Tag. Walz, bin die Fanbeauftragte. Ja. Oh, Lämmert. Tag. Dann hast du bereit, die Polizei. Ja, kurze Winkelpause und dann geht's weiter. Okay, ja. Sind RB-Fans wirklich anders als andere Fangruppen? Sandra Walz ist skeptisch. Für sie wird es bald keinen Unterschied mehr geben. Ich sage mal, im Grunde sind sie ja alle gleich. Sie wollen ja alle ihre Mannschaft unterstützen. Sie wollen für die Mannschaft da sein, sie wollen präsent sein. Und ich denke, auch bei uns wird es nicht lange ruhig bleiben. Es werden welche dazukommen, die auf Streit aus sind, die auf Ärger aus sind, Ultras, Hooligans, wie auch immer. Aber im Moment unterscheiden wir uns ganz einfach dadurch, dass wir kein Gewaltpotenzial haben. Ja, die meisten sind schon gut angelaunt angekommen, ja. Gut angelaunt. Ja, was den Prozentspiegel, den Prozentwert. Die ist doch besoffen, Mann, die ist doch besoffen! Genau so was meine ich. Aber genau für die wird es eben schwierig, ins Stadion zu kommen. Die Red Bull Arena am 15. April. LE Bulls-Mitglied Felix von Kaiserling macht sich auf den Weg zu seinem Platz im Stadion. Das Heimspiel gegen den VfC Plauen steht an. So. Unser Stammplatz. Weil man von hier genau über der Mittellinie sitzt und dadurch das Spiel am besten sieht. Der Student betreibt mit zwei Freunden ein Fanradio via Internet. Haben Sie sich schon wieder im Chat beschwert? Angefangen haben die Hobby-Kommentatoren mit 20 Zuhörern. Mittlerweile sind es im Schnitt 2000. So ein Kindheitstraum. Man sitzt da als Kind und guckt Sportschau oder guckt dann die Länderspiele und so und hört die Kommentatoren und sagt so, Mensch, das kann man eigentlich besser machen und so. Und dann sagt man, ja, dann jetzt mache ich es mal besser. Oder halt auch nicht. Und machen Strafraum mit der Hacke leider nicht durch.
Geißler im Strafraum an der Grundlinie und verlängert und das ist das 1-0! Von Stefan Kutschke! Schön gemacht von Tom Geißler! Sie sind noch nicht viele und die Red Bull Arena ist groß, aber der Veranstalter versucht hartnäckig bei den Fans für Stimmung zu sorgen. Bin ich ein Marketing-Vehikel? Ich glaube, wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Abteilung, die uns so rechnet. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind hier im Stadion, weil wir Spaß haben wollen und weil es um schönen und guten Fußball geht und der uns hoffentlich auch geboten wird, derzeit teilweise zumindest. Und im Moment ist das Marketingprodukt Red Bull Leipzig, wie sie es dann intern auch immer nennen, die Medien. Weil es immer in den Medien erscheint, erscheint der Name Red Bull mit in den Medien. Aber bei uns als Zuschauern, die 2000 Hanseln, ja, das ist nicht das, was den Sack voll macht. Zurück auf der Auswärtsfahrt nach Magdeburg. Rund 130 RB-Fans sammeln sich am Eingang der MDCC-Arena. Auch auf dem Weg ins Stadion werden die Fans von der Polizei begleitet. Für Fanbeauftragte Sandra Walz immer noch eine notwendige Maßnahme. Die Gefahr, unterwegs angegriffen zu werden, auf dem Parkplatz angegriffen zu werden, die Gefahr ist einfach viel zu groß. Wer es rausbekommen möchte, bekommt das raus, wo wir Zwischenstopp machen. Und man weiß auch nicht, wer sich so mit einschleust. Ob sich jemand bloß ausgibt als RB-Fan, der aber letzten Endes nur dafür da ist, um Maulwurf zu spielen. Da muss man immer Acht geben und von daher ist das halt immer positiv, wenn die Polizei in dem Größenmaß da ist. Durch den Nichtaufstieg von RB ist die Saison für Dirk Behne eine große Enttäuschung. Bezeichnend für das Scheitern war für ihn das Heimspiel gegen Holstein Kiel einige Wochen zuvor. Für die Mannschaft der Tiefpunkt und für die Fans die erste echte Bewährungsprobe in der Geschichte des Vereins. Ja, das Gierspiel. Das war, also da habe ich wirklich die Welt nicht mehr verstanden. Also, wo sie da 5-1 verloren haben, da habe ich echt gedacht, das kann es nicht sein. Und dass denn da einfach nichts mehr gepasst hat, diese komischen Fehler, die dann da einfach passiert sind, dass da nicht gekämpft wurde irgendwie mal um Ball oder sowas, sondern man hat halt einfach im Lauf mittendrin plötzlich abgebrochen und hat es nicht weiter verfolgt. Und dann auch die Stimmung im Block war halt irgendwie komisch. Also nach dem Pfeifen, wo das dann ging und dann halt die Oral-Rausrufe. Also der Trainer konnte nichts dafür, da hat er nicht unten gespielt. Es waren die Spieler, die da gespielt haben. Alles wieder überschaubar. Treffen der bis jetzt 3 offiziellen Fanclubs mit RB-Pressesprecher Hans-Georg Felder, Sportdirektor Thomas Linke und Spieler Thiago Rockenbach. Einige Tage nach dem 1:5 gegen Kiel herrscht Gesprächsbedarf auf beiden Seiten. Wie habt ihr das empfunden? Frage ich jetzt mal ganz platt in die, ich glaube, die Fankurve oder der Fanblock war da ein bisschen hin und her gerissen oder zerrissen. Ich sag mal, Ora-Rausrufe, das ist ja noch so das Gängigste, was man so kennt. Aber Olé und den Gegner anzufeuern und mit Applaus zu bedenken, wenn da die Spieler ausgewechselt werden, das ist schon ein leichter Bruch, der da zwischen Fans und Mannschaft möglicherweise entstehen kann. Ich fand es echt schlimm, wirklich dann die gegnerische Mannschaft anzufeuern oder halt dementsprechend sich zu freuen, wenn die am Ball sind und die eigenen Leute, wenn die den Ball bekommen, auszubuhen. Also fand ich auch wahr. Und ich glaube schon, aus welcher Ecke es gekommen ist, oder? Aus welcher? Aus eurer? Nee. Eindeutig. Es kam über uns, aber nicht von uns. Kann man jetzt so auslernen? Nee, ohne Scheiß, also von uns wirklich nicht. Wie ging man denn intern mit sozusagen der Fanreaktion am Freitag um? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass nicht nur die Mannschaft sich natürlich sportlich entwickeln muss, sondern ich glaube auch, dass das Umfeld und auch die Fans sich entwickeln müssen. Also ich werde so dieses Gefühl nicht los, ich meine, da könnt ihr mich korrigieren, dass natürlich diese Plattform RB mit der Bedeutung dieses Projektes, mit dem Sponsor Red Bull dahinter und so weiter, natürlich für viele auch ein Anreiz ist, sich selber so zu präsentieren und vielleicht auch zu produzieren und da mal so alles abzuladen. Und natürlich gibt es Oral-Rausrufe. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, aber also das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu platt. Ja, also
Ich mache es immer fest an dem gern genommenen Ruf Schiri im Praktikum. Also ich habe in den 11 Jahren alle Heimspiele von Hertha gesehen, alle Auswärtsspiele. Ich habe noch nie gehört, dass im Fanblock Schiri im Praktikum gerufen wurde. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch klein war, da haben wir gerufen, Schiedsrichter Telefon. Ja? Oder Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, Verbus und Bahn, Verbus und Bahn. Aber Schiri im Praktikum, das zeigt mir, dass unsere Fanklientel, und das spiegelt sich ja auch hier wieder, das ist so eine Mischung aus, sag ich mal, relativ normallos, aber auch gespickt mit ganz intelligenten Studierenden. Ja, und wo irgendwie so eine, das ist so eine Mischung in diesem Fan, wo auch dann so eine richtige Einigkeit noch nicht da ist. Also erstmal ist es egal, also ob wir jetzt bloß 10 Mann sind oder ob wir 50 Mann sind oder ob wir 100 Mann sind oder ob das Stadion voll ist und ob das Stadion leer ist. Also mir persönlich macht es mehr Spaß, wenn das Stadion nicht ganz so gut gefüllt ist. Weil man hört sich selber, also das hört sich alles noch ein bisschen lauter an, also als wenn jetzt, wenn wir ein paar Mann dann dastehen und das dann alles verschluckt wird. Aber manchmal leistet sich Rasenballsport Deckungsschwächen, so wie hier. Weix, und manchmal geht es ganz einfach. 2:1 für den 1. FC Magdeburg. Auch gegen den 1. FC Magdeburg spielt die Mannschaft nicht überzeugend. Am Ende steht wieder eine bittere 2:1 Niederlage. Für Dirk Behne liegen die Gründe für die enttäuschende Saison auf der Hand. Es geht einfach nicht, wenn man 11 Mann zusammenschustert und sagt, so, ihr steigt jetzt auf. Weil es einfach, wie gesagt, ein Mannschaftssport ist, das muss passen. Die müssen genau wissen, was macht jetzt mein Spieler, den ich jetzt anspiele, wo steht er? Oder wie schlägt derjenige jetzt die Flanke, wo muss ich hinrennen? Und das findet sich einfach erst, das halt, kann man nicht einfach zusammenstellen. Und das ist, glaube ich, und das ist auch das, was ich bis heute sage, das sehe ich bis heute noch nicht so ganz auf dem Platz, dass die Spieler wirklich einem das Gefühl vermitteln durch die gesamte Mannschaft, dass sie Lust haben zu spielen. Das geht dann auch manchmal anders aus. Von daher denke ich, ist Saisonziel nicht erreicht, weil man hätte es definitiv schaffen können. Aber von der Grundsache her, fand ich es nicht so schlimm. Und ich persönlich sag eigentlich auch jetzt aus Fanperspektive, finde ich es gar nicht so schlecht, wie es läuft, weil es menschlicher wird. Weil es nicht so kalt, planbar, alles klappt. Ja, uns klappt nicht alles, was Red Bull irgendwo plant, sondern da stehen auch noch Menschen dahinter, die das machen müssen. Kommt gut nach Hause, ne? Okay. Und Sandra, bei dir? Alles gut? Ja. Ja? Wie hast du das Spiel gesehen? Tja, ich hätte gern ein anderes Ergebnis gehabt. Aber wie gesagt, mir geht es ja nicht ums Spiel, mir geht es um die Fans. Und das ist. Für dich ist also wichtiger, dass hier alles reibungslos gelaufen ist, als hier das Spiel ist. Ich bin zwar noch nicht zu Hause, aber bisher ist ja alles gut gegangen. Abfahrt zurück nach Leipzig. RB wird zurückkehren. Nächste Saison spielt der Verein wieder in der 4. Liga. Man wird sehen, ob dann weniger Fans die Mannschaft begleiten werden oder sogar mehr. Also, die zeigen die mir alle im Steiger, Alter. Komm, zeig den Finger. Lok Leipzig, Aufstand der Anhänger. Was ist passiert? Die Vereinsführung wollte die besten Spieler ihrer Jugendabteilung an RB Leipzig verkaufen. Die Lok-Fans wehren sich. Dieser Verein, für dessen Entstehung und Einstufung in die Oberliga sämtliche Paragraphen der Verbände verbogen wurden und der meistgehasste unter den Fans in ganz Deutschland ist, den machen wir nun mit dieser Kooperation salonfähig und geben ihnen eine Reputation. Wir sollten dem nicht nacheifern. Ich sehe nur Nachteile. Ich sehe den Nachteil darin, im Falle einer Kooperation mit RB wird es nur einige Mitglieder aus Dritte geben, mit Sicherheit. Der Aufstand bei Lok war erfolgreich.
Beim finanzschwachen und mittlerweile insolventen FC Sachsen-Leipzig hatte RB mehr Glück. Was vielleicht nicht so günstig gelaufen ist, ist die Höhe der Summe, die damals bei der Abgabe der ABSD-Jugend gelaufen ist. Ich denke mal, dass man für eine A- und B-Jugend, die vor 3 Jahren noch Bundesliga gespielt hat und die heute Regionalliga spielen, dass da diese 6-stellige Summe, ist auch kein Geheimnis, die ist ja öffentlich bekannt gegeben worden, es waren damals 100.000 Euro, die geflossen sind, dass das einfach für so ein Konstrukt 4 gewachsene Nachwuchsmannschaften ist einfach zu wenig gewesen. RB Leipzig möchte auch im Jugendbereich ein vermeintliches Vakuum im Osten füllen und stellt sich gern als Chance für den Ostfußball dar. Die Fans der Traditionsvereine hingegen sehen in RB eine Bedrohung für ihre Nachwuchsarbeit. Man braucht sich nur umgucken hier im Osten, wo nach wie vor unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen immer noch gute Nachwuchsarbeit gemacht wird. Und das hängt wiederum mit Personen zusammen, die dort engagiert sind, die für wenig Geld sich den Arsch aufreißen und eben den Jungs vieles mitgeben können. Und die aber darunter leiden, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere Perle, die da heranwächst, mithilfe dieses Trainers eben abwandert. Und das ist hier die Chance, das zu nutzen. In der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes, die ursprünglich als Leistungszentrum für die DDR-Auswahl gebaut wurde, arbeiten Tom Schladitz und Max Röhrborn an ihrer Profikarriere. Dann kam mit der Zeit Red Bull, die Mark Ranstedt halt übernommen haben, und dann hat sie halt die Chance aufgetan, bei Red Bull zu spielen. Und da war mir dann halt sofort klar, dass ich die nutzen will und möchte, und bin dann halt bei RB hier gelandet und spiele jetzt hier seit 2 Jahren. Im ersten Jahr, wo RB Leipzig entstand, hatte ich schon die Anfrage bekommen, habe dann aber mit meinen Eltern entschieden, dass wir das noch nicht machen, den Schritt, weil einfach noch zu viel in den Startlöchern war. Es wusste eigentlich niemand genauso, wie es halt wird, wo sie hinziehen, wie die Gegebenheiten sind, ob das wirklich alles so stimmt. Und ja, dann hat man halt über das erste Jahr lang das beobachtet. Dann kam im zweiten Jahr, RB Leipzig kam dann wieder die Anfrage, und dann habe ich die angenommen und sitze jetzt im Boot. Das Sportgymnasium Leipzig hat in den letzten 60 Jahren über 40 Olympiasieger und mehr als 100 Welt- und Europameister hervorgebracht. Gemeinsam mit den Fußballern lernen hier 600 Schüler aus 17 Sportarten. 124 von ihnen leben im Internat. Max ist einer von ihnen. Gewöhnlich hat er einen 12-Stunden-Tag. Da ich im Internat wohne, kann ich immer ein bisschen länger schlafen als die anderen. Ich muss 6.30 Uhr aufstehen, dann mache ich mich fertig, esse was, gehe dann in die Schule, habe dann dort meist bis 15, 16 Uhr Schule. Dann geht es auch schon weiter zum Training. Nach dem Training geht es wieder zurück ins Internat, und dann wird Abendbrot gegessen und kommt an erster Stelle natürlich die Schule, Hausaufgaben etc., Lernen für Klausuren. Und ja, das Privatleben kommt sozusagen ziemlich kurz. Im Gegensatz zu ihren Altersgenossen müssen die Jugendlichen auf vieles verzichten. Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden vom Verein geahndet. Sie dürfen relativ wenig. Die Zeit ist eher sehr angespannt bei den Jungs. Es besteht mehr oder weniger nur aus Schule und Fußball. Viel mehr Zeit für andere Sachen bleibt dort schon gar nicht. So, dass jeder Spieler irgendwann mal in eine Fettnäpfchen reintritt, ist ganz normal. Das ist früher passiert und das wird heutzutage passieren. Die Jungs müssen aber lernen und müssen es begreifen, was für sie wichtiger ist, was eine übergeordnete Rolle einnimmt. Und das sind nun mal Schule und Fußball, und dort passen viele andere Sachen nicht mit dazu. Auf dem Weg zum Training oder in die Stadt müssen die Jugendlichen auf das Tragen ihrer Vereinsfarben verzichten. Ich selbst habe zum Glück noch nicht so die großen Erfahrungen gemacht, dass ich angefeindet wurde oder beziehungsweise angepöbelt wurde. Das ist natürlich so, wenn man hört, dass kleine Spieler oder aus der Jugend, aus der unteren Jugenden überfallen werden, natürlich erschreckt einen das, und man fühlt dann natürlich auch mit als Spieler von RB. Naja, auf jeden Fall erstmal zu den Spielern, die ich von Lok noch kenne, habe ich wirklich noch beste Freundschaften und wirklich sind richtig enge Freunde. Kenne dort also von 90 bis 94 die Jahrgänge sehr gut, und es gibt ein, zwei, die sicherlich mit meiner Entscheidung nicht zufrieden waren.
aber das hält sich meiner Meinung nach in Grenzen. Ich habe bisher noch keinen aus meinen eigenen Reihen sozusagen erlebt, der gesagt hat, ja, jetzt passiert irgendwas oder die mich halt irgendwie erpresst haben. Wieso geht man dann als Spieler zu einem Verein, der als der meistgehasste des Ostens gilt? Die Rahmenbedingungen, sprich Fußballplatz, äußere Umgebung, die zum Beispiel Kabine, bei Sachsen mussten wir uns in Containern sozusagen umziehen. Hier haben wir eine ordentliche Kabine, unsere Sachen, unsere Trainingsbekleidung wird jeden Tag gewaschen. Ivo Jungbauer, ehemals Jugendtrainer beim FC Sachsen, koordiniert auch die Nachwuchsarbeit bei RB. Und dann jetzt los, ja? Zusammen hier, komm! Also der Trainerstab setzt sich aus 5 Personen zusammen. Es gibt, wie gesagt, einen Haupttrainer, das, was meine Person ist. Es gibt 2 Co-Trainer dazu, mit Markus Zwacher und Thomas Risch. Dazu einen Physiotherapeuten und einen Teamleiter, die sich um die Mannschaft kümmern. Speziell dazu noch einen Torwarttrainer, der dann für die Ausbildung der Torhüter zuständig ist. Ja. Lockern, was trinken gehen, dann braucht jeder einen Ball, dann kommen wir hier nochmal zusammen, los geht's. Normales Training läuft im Endeffekt so ab, dass die Jungs ca. 30 bis 40 Minuten vor Trainingsbeginn hier vor Ort sind. Dann sich in Ruhe auf das Training vorbereiten, eventuell noch verschiedene physiotechnische Arbeiten absolvieren. Dann das Training mit einer Ballschule beginnt. Dann wird meistens im technischen Bereich gearbeitet, so ca. 30 Minuten. Bevor es dann in Spielform oder Torabschlusshandlungen hineingeht. Das ist eigentlich so der normale Ablauf einer Trainingseinheit. So, es gibt dann noch individuelle Sachen dazu, wie Schnelligkeitstraining oder Krafttraining oder spezielle Sachen, wo nur einzelne Spieler betroffen sind. Die letzten 4, 3, 2, 1 und locker. Absetzen, runter. Auch beim Nachwuchs werden alle Spiele aufgezeichnet. RB leistet sich hierfür eigens angestellte Kameramänner. Nach jedem Spieltag findet eine Videoanalyse statt. Ganz einfach hier die Situation hier vorne, dass das Rampengedeck hier durchs Zentrum durchgeht, das war der Ballbesitz des Spielers vorher. Ja. So, das dann ganz einfach so zu stellen, dass dieses Zuspiel die Tiefe verhindert wird. Das ist tödlich normalerweise. So, auch positive Szenen haben wir aber auch. Und ich mache es meistens so, dass wir montags, also dann nach dem Spieltag, werten wir das aus, aber ich gehe manchmal speziell noch alleine hin zum Trainer, also zu unserem Co-Trainer, der da haben wir die Möglichkeit, das so zu machen und uns einfach die Spiele nochmal auf uns bezogen anzugucken und ja, Fehler sehen und was man halt einfach im nächsten Spiel besser machen kann. Ich denke beim Tom, er ist jetzt seit Sommer 2010 hier im Verein. Er ist in der Lage, dort eine Mannschaft zu führen. Er ist sehr, sehr sachlich. Ja, er ist auch dort verlängerter Arm, der Trainer, in die Mannschaft hinein. Tom Stalitz, macht's vor. Bap, 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 vorhand. Bap, 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 vorhand. Immer 2 Kontakte, kurz vorhand. Dann wieder explosiv in die Koordinationsleiter rein. Ich denke, wenn er die Entwicklung so weiter verfolgt, hat er auch reelle Möglichkeiten, dort mal im Fußball ein Stück weiterzukommen. So, bei Max ist es fast ähnlich, er ist jetzt nicht der Führungsspieler. Max ist eher so der Draufgänger, der da vom Dorf in die große Stadt gekommen ist und dort sein Glück jetzt versucht. Ist ein reiner Goalgetter, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort meistens steht. Was braucht es wirklich, um oben anzukommen? Ja, das ist einerseits die sportliche Eignung, also das Fußballtalent. Aber das Talent sind 50%. Die anderen 50% sind Wille. Sind eben die Charaktereigenschaften, sich zu überwinden, alles dem Fußball unterzuordnen, neben der Schule sicher. Aber daran scheitern dann viel. Klar, es ist Druck da, es wird ja von ganz oben wird's gefordert und wir wollen das auch für den Verein den Schritt tun. Wieder rein, wieder rein, wieder rein! Meiner Meinung nach muss man jetzt schon in dem Alter damit umgehen können. Ja, es ist ein Saisonziel hat jede Mannschaft, das wäre auch verkehrt, wenn man dies nicht hat. Hier ist es ganz klar, der Aufstieg in die Bundesliga, der von Beginn an auf die Fahne geschrieben worden ist. Ständiger Begleiter ist die Angst vor Verletzungen. Ja, ich hatte schon 3 Bänderrisse im linken Knöchel. Zum Glück schon sehr früh. Und seitdem, toi toi toi, hält's. Ja, es gehört dazu. Man hofft einfach nur, dass es nie was Größeres passiert irgendwie, sondern dass sich das alles in Reihen hält. Für mich steht ja an erster Stelle die schulische Ausbildung, weil
im Fußball, es kann so viel passieren mit einer Verletzung, dann kann alles vorbei sein. Deswegen will ich ein gutes Abitur machen, studieren und dann letztendlich einen guten Job kriegen, falls es mit dem Fußball mal nicht weitergeht. Gibt es eigentlich für mich keinen anderen Traum. Deswegen, ich will eigentlich auch gar nicht so darüber nachdenken, was passiert, wenn und gibt es eine andere Lösung, sondern zielgerichtet auf Fußball. Es ist natürlich ein langer Prozess, dass man auf Spieler zurückgreifen kann, die im eigenen Nachwuchs entwickelt wurden. Und es wird auch nicht möglich sein, komplett aus dem eigenen Nachwuchs eine Mannschaft zu formieren. Es ist wichtig aus meiner Sicht, hier Zeichen zu setzen und über eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit jährlich einen Spieler zu entwickeln für die erste Mannschaft. Mein Ziel ist, irgendwann ganz oben anzukommen, in der Spitze, sprich Bundesliga, im bezahlten Fußball. Die Hoffnung hat man immer, dass man irgendwann einen Spieler, den man selber trainiert hat, in der Bundesliga wieder sieht. Das wäre ja die Bestätigung für die gemachte Arbeit. Ja, und nur das ist das Ziel, diese Spieler dorthin zu bekommen. Also die Erwartungshaltung ist schon da. Es ist einfach ein Verein, wo Geld dahinter steckt, wo man weiß, ja, der ist auf Dauer, kann ja wirklich zu einer Macht werden im Osten. Und somit würde ich gerne die Chance ergreifen, dort immer weiter mit die Leute nach oben zu klettern. Hier ist er. Wir müssen aber trotzdem drüben rein. Ach so, okay. Also drüben ist VIP, da komme ich nicht rein mit meiner Pressekarte. LVZ-Reporter Guido Schäfer berichtet seit 10 Jahren über den Leipziger Fußball. Danke. So, jetzt sind wir hier. 5. Etage, hallo. Die Red Bull Arena ist für den 46-Jährigen wie sein zweites Wohnzimmer. So, das hier. Da ist der Business-Bereich, die Business-Lounge. Da kommen also Normalsterbliche nicht hin, Journalisten schon mal gar nicht. Ich habe ab und zu mal so eine Karte und die denken immer, man wird sich da den Bauch vollschlagen. Ich habe da noch nie was gegessen. So, wo sind wir denn jetzt? Also ich würde, da vorne ist jetzt so ein schöner Wurststand, da hole ich mir dann meistens was und setze mich dann da irgendwo hin, weil da hast du einen schöneren Blick halt, ne? Als von da ganz oben, von der Pressetribüne. Und die Auswahl ist ja im Zentralstadion relativ groß an Plätzen, wie man sieht. Schade. So, hier gibt es die weltbesten Currywürste. Immerhin ist Rasenball Leipzig in der Grundversorgung seiner Fans schon spitze. Im sportlichen Bereich dagegen liefert der Verein eher fade Kost. Fazit, wenn man eine Schulnote geben würde, ist es eine sportlich gesehen eine 5. Naja, manche sagen sogar eine glatte 6. Mit den Voraussetzungen, die RB hatte, darum noch hat, muss da einfach mehr rausspringen. Das ist Weltklasse. Die ist besser als das Spiel meistens, ja? Ist halt schade. Terra Stella Fonterra. Auch Stefan Krause sorgt sich um den Leipziger Fußball. Der Sportjournalist berichtet für Bild Leipzig. Das war ganz klar der Aufstieg als Ziel ausgegeben. Im Moment ist die Mannschaft meilenweit davon entfernt. Die Tabelle spricht Bänder. Note 6 setzen, sage ich mal. Bleibt die Mannschaft sitzen, hat auch RB-Geschäftsführer Dieter Gudel das Klassenziel nicht erreicht. Im Nachhinein hat man den Kader nicht richtig zusammengestellt, hatten wir vielleicht zu spät einen Sportdirektor, manche bezweifeln, ob wir den richtigen Trainer haben. Das ist im Nachhinein immer alles ganz einfach. Die haben den Kader geholt und dann haben sie den Trainer geholt. Das habe ich so im deutschen Fußball auch noch nicht erlebt. Allerdings war der Kader eigentlich auch so gebaut, dass man sagt, naja, du müsstest eigentlich schon Platz 1 rumgucken, aber wir haben uns alle ein bisschen getäuscht, inbegriffen. Im Spiel gegen den Halleschen FC geht es für RB nur noch um die goldene Ananas. Auf Hallenser Seite aber ist es ein Prestigeduell. Es war deutlich zu merken, wie das ist, wenn man behandelt wird wie das Bayern München der Regionalliga. Jede Mannschaft gibt gegen uns 130%. Schon zur Winterpause stand fest, das Saisonziel Aufstieg in die dritte Liga ist kaum noch zu packen. Und das trotz eines Kaders, gespickt mit erfahrenen Bundesliga-Profis. Auch Trainer Thomas Ural wurde für das Projekt Aufstieg verpflichtet. Was natürlich unterschätzt wurde, ist ganz klar, dass wenn so eine Drucksituation entsteht mit Chemnitz, mit Wolfsburg und Lübeck, dass man dann einfach auch vor Ort nochmal eine Unterstützung hat, gerade für mich als Trainer. Das muss ich aus dieser Erfahrung lernen, ganz klar. Thomas Ural fühlt sich von der Vereinsführung im Stich gelassen. Spannungen innerhalb der Mannschaft will der Trainer nicht bemerkt haben. Ich höre immer nur toll, sie arbeiten so toll, das erzählt der Trainer immer. Wunderbares Klima in der Mannschaft, aber es ist natürlich Schwachsinn. Schon den Nachwuchskickern wird beigebracht, dass erfolgreicher Fußball nur im Team funktioniert. Es gibt Dinge, die kann man sich nicht für Geld kaufen. Und es gibt Dinge, die müssen ihre Zeit bekommen, damit sie wachsen. Mannschaftliche Geschlossenheit ist eine von diesen Sachen. Und das ist nicht alles immer planbar. Das muss wachsen.
dass insgesamt einfach ein Viertliga-Fußball für einen Bundesligaspieler auch schwerer zu spielen ist als Bundesliga. Was anfängt über die Motivation, du brauchst in der zweiten Liga kein Motivieren, wenn du am Nachmittag aufläufst, dann bist du eigentlich, ja, dann hast du alle Antennen an. Bei uns war es so, dass wir immer wieder durch unterschiedliche Sachen da rausgeworfen worden sind, auch wenn wir mal einmal drin waren und uns dachten, auf einem guten Weg zu befinden. Ja, und jetzt im Nachhinein da, ja, wenn 20 Spieler 20 verschiedene Meinungen haben, woran es gelegen hat, es hilft auch nichts, danach zu karten. Es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Dabei ist das Projekt Bundesliga-Fußball in Leipzig auf 10 Jahre angelegt. Kosten ca. 100 Millionen Euro. Doch Geld allein scheint nicht zu reichen. Da war immer irgendwie so Sand im Getriebe. So ein richtig freies, schönes Fußballspiel haben die zuletzt in der Vorbereitung im Sommer geboten, als kein Druck da war. Und alles, was danach kam, ganz merkwürdig, so zäh. Konntest du teilweise gar nicht hingucken. Ja? Und das ist ja leider so. Jeder einzelne Spieler hat sich hier nicht verbessert, sondern sagen, fast alle haben sich verschlechtert. Auch wenn das der Tommy Oral fundamental anders sieht. Das Handlungsmuster von RB Leipzig zeichnet sich ab. Wir haben mal zusammengezählt, allein in den letzten anderthalb Jahren sind 18 Spieler ausgetauscht worden, beziehungsweise haben den Verein wieder verlassen. Und 12 Leute aus dem Staff, also aus dem Umfeld, vom Trainer angefangen, über Sportdirektoren, selbst Pressesprecher, wurden wieder ausgetauscht. Wie soll da Kontinuität entstehen? Hat er aber einen schönen Bock geschossen. Der Druck auf die Mannschaft und Umfeld ist groß, die Botschaft eindeutig. Wenn es nicht nach Plan läuft, wird das Personal ausgewechselt. Er macht sich natürlich seine Gedanken, wer ist dafür zuständig, ob ich weiter hier bin, ob ich dieses Projekt weiter mit vorantreiben darf, ob all das eintritt, was bei der Überlegung, wo ich hier hingekommen bin, mir versprochen worden ist. Wer hält dafür im Endeffekt den Kopf hin und sagt, ja, das sind Versprechungen, die wir als großes Unternehmen dem Spieler geben, dass der überhaupt diesen Schritt hierhin gemacht hat, also in den sogenannten Amateurfußball. Oder ob irgendwann sagt, was interessiert mich das, was der Vorgänger Vorgänger gesagt hat. Das ist schon was, wo sich natürlich jeder Spieler darüber seine Gedanken macht. Ist der Trainer schuld? Thomas Ural, der es mit dem FSV Frankfurt in die zweite Liga schaffte, muss nach einem Jahr in Leipzig gehen. Hey, abseits, Mann! Ja, Oral ist noch heiß, ne? Drei im Abseits, schon zweite Mal! Ich denke, dass Thomas Oral mit sehr viel Enthusiasmus und sehr hehren Zielen hier angetreten ist, aber teilweise über das Ziel hinausgeschossen ist, indem er zu viel wollte. Teilweise zu viel wollte. Er hat zu viel kontrolliert und zu wenig Vertrauen gehabt. Thomas Oral ist jemand, der jederzeit bereit war, auf sämtliche Wünsche der Mannschaft einzugehen. Und diesen Vergleich mit Felix Magath zu ziehen, nur weil er vielleicht mal gesagt hat, das ist sein Vorbild in irgendeinem Sinne, ist von diesem harten Hund-Image, ist das sehr weit auseinander, das ist einfach nicht so. Trotzdem ist es so, dass ich in dem Sinne versucht habe, immer wieder auch mit der Mannschaft, dass wir eine Entwicklung vorantreiben und dass nicht immer alles so läuft oder dass die Medien dann ihren Teil dazu beitragen, um eine Drucksituation entstehen zu lassen, ist auch klar. Er hat sich in relativ kurzer Zeit mit sehr, sehr vielen Leuten angelegt. Das fing mit dem Platzwart an, das hörte beim Stammspieler auf und ein Busfahrer mochte ihn auch nicht und das ist schwierig. Er ist noch jung, der wird schon noch ein paar Trainerstationen vor sich haben. Und die Erfahrung hier, die ist, glaube ich, auch mit Geld auch nicht aufzuwiegen. Für Leipzig sportlich ein verlorenes Jahr. Und für Guido Schäfer wieder einmal eine langweilige erste Halbzeit im WM-Stadion. Also ich habe schon unterhaltsamere Fußballspiele gesehen in meinem Leben. Dem Projekt RB Leipzig schlägt bei den gegnerischen Fans der blanke Hass entgegen. Die sehen den Verein als ferngesteuertes Kunstprodukt. Künstlicher insofern, dass diese unsichtbare Macht Dietrich Mateschitz, sage ich mal, aus unserer Sicht schon sehr viel eingegriffen hat oder sehr, sehr klare Vorstellungen hat und, sage ich mal, aus Salzburg da die Fäden zieht. Ich glaube, das Problem liegt natürlich jetzt in dieser Saison darin, dass Leipzig es nicht geschafft hat, diese großen Erwartungen zu erfüllen. Und dieses große Geld, was eingesetzt wurde, mit sportlichem Erfolg auch zu rechtfertigen. Und dadurch hat sich Leipzig so ein bisschen das Recht verwirkt auf Selbstständigkeit. Jüngstes Beispiel, der von der Red Bull-Zentrale installierte Trainer Peter Packholt. Wenn man 1 und 1 zusammenzählt, sagt man, ein österreichischer Club hat einen österreichischen Trainer.
Der 51-Jährige wird am 5. Mai präsentiert, während Thomas Ural noch im Amt ist. Es geht nicht, es ist respektlos, wenn ein Trainer, der noch die Mannschaft betreut, einen Tag später eine Pressekonferenz vor 6 Journalisten gibt und über das nächste Spiel redet und tags zuvor vor 60 Journalisten der neue Trainer vorgestellt wurde. Das ist eine Ohrfeige, eine schallende Ohrfeige für den jetzigen Trainer. Und da kann man zu Thomas Ural stehen, wie er will, aber das hat er nicht verdient. Das macht man so in der Art und Weise nicht. Aber ich denke, dass niemand fehlerlos ist und deshalb ist es eine Entscheidung, die ich akzeptiere. Mein Vertrag läuft zu Saisonende aus. Es kommt ein neuer Trainer, da muss ich mich mit arrangieren. Vielleicht, vielleicht auch nicht, das werden wir mal die nächsten Wochen sehen. Und dann werde ich das zu 100% professionell angehen und freue mich auf den ersten Trainingstag unter dem neuen Trainer oder in einem anderen Verein unter einem anderen neuen Trainer. Also mit der Putschke. Ein schönes Türchen hier. 2:0 gewinnt RB gegen Halle. Viel zu vermelden gibt es für Guido Schäfer aber nicht. Zuschauer waren auch da. 3.685. In der nächsten Saison bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es jetzt, war ich mal vor der Saison auch, dass es jetzt nach oben geht. Der Pakult lässt einen sehr offensiven Fußball spielen. Der steht auf junge Leute, auf dynamische Leute. Neue Besen kehren gut. Doch die alten Probleme bleiben. Wir haben mal bei uns durchgerechnet, 6 Spieler werden definitiv gehen, mindestens bei 5 Folgen. Denn mit dem 1. FC Lok und dem FC Sachsen verbindet die Stadt eine lange Geschichte. Leipzig zwischen Tradition und Kommerz. Die Sportschule Ägidius Braun im Leipziger Stadtteil Abtnaundorf. Bis das neue RB-Trainingsgelände für 30 Millionen Euro fertiggestellt ist, arbeitet die Mannschaft hier am Projekt Bundesliga. Das Ziel ist klar, aber die Anerkennung muss sich der junge Verein noch erarbeiten. Das wissen Trainer und Spieler. Also es ist kein normaler Verein aufgrund der Tatsache, dass er letztes Jahr erst neu gegründet wurde. Dass hier natürlich als Besonderheit dazu kommt, dass ein externes Unternehmen aus dem Ausland mit dem Ziel, den Absatz zu steigern, das Image zu verbessern, hier einen Verein installiert hat oder sich hier mit eingekauft hat in der Stadt, um das Ziel eben zu erreichen. Also es war jetzt nicht, das vorrangige Ziel ist nicht der Fußball, sondern das vorrangige Ziel, wissen ja alle, ist der Konzern. Insofern kann man da natürlich gespaltener Meinung zu sein zu diesem Projekt, aber ich sehe es als riesige Chance für mich und auch weiterblickend für die Stadt, und dann auch für den Ostfußball, wie man so schön sagt, als riesige Chance, hier langfristig gehobenen Fußball auch zu sehen. Viele Spieler haben sich auf das Projekt RB Leipzig eingelassen, obwohl sie Angebote aus höheren Ligen hatten. Und so stießen sie im Kollegenkreis nicht immer nur auf Verständnis. Wenn du von Greuther Fürth zum FC Augsburg gehst, wie davor, dann gratulieren dir alle. Wenn du das nächste Angebot von Hoffenheim kriegst, dann gratulieren dir alle. Und jeder weiß, wo du dran bist, was die Sache ist. Wenn du sagst, ich gehe nach Leipzig und sagst dann, ich gehe zu RB Leipzig. Und dann sagst du noch, du gehst in die 5. Liga, wo du die letzten 10 Jahre jeden Sonntagnachmittag auf Sky von Papa und Mama zu sehen warst. Dann ist es schon so, dass es du erstmal in eine Erklärungsnot gerätst. Dann geht's einen Monat, 2 Monate, 3 Monate weiter. Und plötzlich kriegst du mit, wie viele andere Kollegen dieses Projekt, was dann ja auch medienmäßig sehr hochgepusht worden ist oder bekannt geworden ist deutschlandweit, plötzlich sagt jeder zu dir, hör mal, ich habe gehört, Leipzig ist eine super Stadt, hey, Leipzig ist ja richtig gut, hör mal. Ja, und plötzlich denkt jeder an seine eigene Zukunft und sagt, Moment mal, braucht da nicht noch einen Zeugwart, braucht da nicht noch einen Busfahrer, braucht da nicht noch einen Platzwart, braucht da nicht noch rechts außen, links außen ein, habt da nicht noch Platz für einen dritten Torwart und braucht da nicht noch einen Torwarttrainer. Und so hast du schon gemerkt, dass sich dieses Anfangs-Desinteresse recht schnell gedreht hat dahin, da passiert ja was ganz Großes. Das ist nicht, dass da mal 3 Wochen ein bisschen Euphorie ist und dann ist das Thema erledigt, sondern die planen ja wirklich was. Also erstmal haben wir in den letzten 20 Jahren eine Leidensgeschichte hinter uns. Mit Abenteurern, die auch versucht haben, hier Fußball zu entwickeln, die dann in den unterschiedlichen Vereinen aktiv wurden. Aber im Prinzip läuft es immer auf eine Bipolarität heraus von FC Sachsen und VfB Leipzig, heute Lok und Sachsen. Ich kam 2000 nach Leipzig, ja, da hatten wir 2 Mannschaften, 3. und 4. Liga. Und der Tenor war, wir haben demnächst mindestens 2 Zweitligisten, vielleicht sogar 2 Erstligisten.
So, und ich dachte, toll, jetzt bist du hier in Leipzig, es geht nach vorne als alter Fußballfan und Fußballberichterstatter. Und es ging seitdem nur bergab. Die Fußballbegeisterung ist riesengroß, aber es war in beiden Vereinen, kam nie zusammen Geld und Fachwissen. Einmal war es Geld da und dann waren leider Hornochsen am Werk und umgekehrt. Also wenn man mit Fußballfans spricht über den Leipziger Fußball, da steht eigentlich erstmal im Vordergrund immer die zwei Traditionsvereine. Aber man redet auch jedes Mal, man kommt sofort auf diesen Punkt, Randale. Ich denke mal, dass diese ganze Fanproblematik in den letzten zwei Jahrzehnten, ich sag mal, dafür gesorgt hat, dass der Leipziger Fußball da steht, wo er eigentlich heute steht. Wobei man sagen muss, die letzten ein, zwei Derbys seit RB da ist, die sind etwas lässiger gewesen, da gab es also keine großen Ausschreitungen mehr. Aber ich war auch bei Sachen dabei, schlimm, Schlägereien und also ganz hasserfüllt, da willst du als Journalist auch nicht dabei sein. In Leipzig gibt es ein hochmodernes Stadion, in Leipzig gibt es eine super Infrastruktur und ich denke mal, das macht es auch interessant. Das hat es auch interessant gemacht für RB, direkt diesen Standort Leipzig auszusuchen. Wunderbar, 2006. Keiner hat geglaubt, dass da was dran ist. Red Bull kommt nach Leipzig. Die wollten damals beim FC Sachsen einsteigen. Ja? Die ganze Geschichte war nicht so ausgegoren und zu Ende gedacht, weil es gab Fanwiderstände. Red Bull wollte natürlich dann die Vereinsfarben und den Namen und so weiter. Das ging beim FC Sachsen nicht. RB hätte auch zu uns kommen können, also definitiv. Es gibt klare Regeln und klare Aussagen, wo wir gesagt haben, da lassen wir uns auch nicht mit uns sprechen. Die hätten das ganze Stadion bei uns vollpflastern können mit ihrer Werbung und alles Mögliche machen können. Ne? Aber es hätte nie RB Lok Leipzig oder so irgendwas geheißen oder dass die in Rot-Weiß gespielt hätten oder weil wir, das war von vornherein klar, das war immer unsere Maxime, daran rütteln wir nicht. Und zwei Jahre später haben sie dann eine neue Idee gehabt, da war dann ein neuer Macher, auch der Andreas Sattler, der hat gesagt, wir machen das anders, wir brauchen einen eigenen Verein, dass uns keiner reinreden kann. Und dann kam das Vehikel SSV Mark Ranstedt ins Gespräch und über diesen etwas merkwürdigen Weg, aber doch gangbaren Weg, sind sie dann in den deutschen Fußball reingekommen. Das hat Mark Ranstedt noch nicht erlebt. Ein Medienrummel wie beim Trainingsauftakt des FC Bayern München. Doch beim neuen Rasenballsport, kurz RB Leipzig, geht es nicht um die Champions League, zumindest noch nicht. Denn Red Bull hat Großes vor mit dem Leipziger Vorstadtverein. 100 Millionen Euro will der Brausehersteller angeblich in den nächsten 10 Jahren investieren. Auf dem Papier ein beeindruckendes Projekt. Aber die Realität sah zu Beginn anders aus. Schon beim ersten Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena mussten die Spieler erfahren, wie groß die Ablehnung gegen sie auch außerhalb Leipzigs ist. Ich war beim ersten Spiel dabei und muss natürlich sagen, dass ich mich da schon öfters gefragt habe, ob ich das Richtige gemacht habe. Klar. Also jeder weiß ja, wie es gelaufen ist. All diese Sachen, die letztes Jahr sowieso an Hass uns entgegengeschlagen sind, ob an einer Autobahnbrücke bis hin, dass da in Jena ja die Polizei einfach irgendwann gesagt hat, ihr müsst ungeduscht weg. Wenn ihr nicht ungeduscht wegfahrt, dann können wir für eure Sicherheit nicht garantieren. Und da war Jena natürlich ein ganz einschneidendes Erlebnis für uns alle, glaube ich, letzte Saison. Ich kann den nicht nachvollziehen. Diesen Vorwurf der Instrumentalisierung einer Stadt durch eine große Company. Fußball ist ein Geschäft und insofern gibt es für eine Stadt keinen Unterschied, ob sie sich gezielt auf einen Fußballverein kapriziert, der mit einem Sponsor in ganz enger Weise verbunden ist oder meinetwegen drei, vier Sponsoren im Paket im Bündel hat. Also man muss da ganz ehrlich sein, natürlich ist das was ganz anderes, wenn wir hier Bundesliga haben. Da steigt die ganze Stadt mit auf, ob das die Gastronomie ist. Alles Taxifahrer, die Journalisten fahren dann eben auch mal zu Bayern München und nicht mehr nach Plauen. Wir schreiben immer noch über Fußball, aber natürlich ist es was anderes, wenn du dann ganz oben angekommen bist. Und wir werden mehr Zeitung verkaufen beispielsweise. Es sind direkte Arbeitsplätze, es sind indirekte Arbeitsplätze, es ist eine volkswirtschaftliche Gesamtbilanz, die man einbeziehen muss. Und dann spricht man heute, wenn man in der ersten Bundesliga eine Mannschaft hat als Stadt, spricht man von einer mittelständischen, größeren Industrieansiedlungen vergleichbar. Je nach Rechnung und je nach Studien spricht man von mehreren tausend Arbeitsplätzen, die indirekt und direkt von einem solchen Engagement abhängen. Natürlich wäre es mir auch lieber gewesen, wenn es einer der beiden Traditionsclubs geschafft hätte. Aber das war jetzt nicht abzusehen und es wird auch nie mehr so sein, nehme ich mal an. Insofern ist mir es relativ egal, wie der Verein sich nennt, der jetzt Leipzig irgendwann die Bundesliga führt, ob der Red Bull heißt oder Nutella. Es ist der Lauf der Dinge und wie gesagt, jeder, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, muss den roten Teppich eigentlich ausrollen. Wir können nur dankbar sein. Die investieren viel Geld, die wollen nichts von Leipzig und es wäre noch schön, wäre jetzt schön, wenn sie natürlich noch ein bisschen besser Fußball spielen würden als in der laufenden Saison. Allen Beteiligten ist klar,
Der Weg zur Anerkennung geht nur über den sportlichen Erfolg. Aber der lässt sich trotz hoher Investitionen nicht erzwingen. Alle da? Ja. Auf geht's, Männer! Die Mannschaft steht unter hohem Druck. Mit dem Leipziger WM-Stadion, nun Red Bull Arena, haben sie eines der modernsten Stadien Deutschlands als neues Zuhause. Aber die 44.000 Zuschauer fassende Arena muss auch erstmal gefüllt werden. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt und dann ging es los mit dem Unentschieden hier zu Hause gegen Türkimspor, die bis jetzt noch kein Spiel gewonnen haben in der Liga. Das zweite Spiel, auch sehr schwaches Spiel von uns, wieder ein Unentschieden. Und das dritte Spiel noch ein Unentschieden. Also es trat so eine gewisse Ernüchterung ein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Anfang der Saison, dass alle dachten, naja, das geht zu einfach, das ist nur vierte Liga, wir sind alle außer Bundesliga, wir haben alle schon viel mehr gesehen als vierte Liga, dass du Vereine wie Havelse, Vereine wie Wilhelmshaven, Vereine wie Plauen, deren Unterbewusstsein nicht zu 100% ernst nimmt. Und dann sind wir so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geknallt. Das war sicherlich so der erste Auslöser dafür, dass gewisse Zweifel vielleicht auch aufkamen, nicht nur bei uns in der Mannschaft, sondern im gesamten Team, im gesamten Umfeld vielleicht auch. Mensch, was ist da los? Ne? Normalerweise müssten die da ganz oben stehen und jetzt geht das hier sehr holprig los. Freistoß. Sengun im Lübecker Tor, unsicher, Fragen, Gedanken schnell, Rockenbach der Silber. Nach der Vorbereitung hätte ich das Geld, was ich habe, ist nicht so viel, aber komplett gewettet auf einen Aufstieg von RB. Ich war mir todsicher, dass die da durchmarschieren mit 10, 15 Punkten Vorsprung. Schinke gefühlvoll auf Rockenbach. Müller. Auf Rockenbach, da Silva, herrlich die Mitnahme, Fran, das 2:0, sein 13. Saisontor. Geiler Ball! Ich musste mich dann eines Besseren belehren lassen. Die haben in der ganzen Saison kein einziges, komplettes gutes Fußballspiel gemacht und die steigen völlig zu Recht nicht auf. Es ist schon die erste große Krise in diesem Projekt. Ich weiß, dass Red Bull natürlich in Leipzig bleibt, aber also diese Ehrenrunde in Liga 4, die war nicht vorgesehen und die kann man auch nicht schönreden. 89. Minute. Gebers beim Freistoß. Und der ist drin. Ey, wieso springen die nicht? Plötzlich drohte das Unentschieden. Verrückt. Sengun mit drin. Im gegnerischen Strafraum. Sein Fallrückzieher. Neuhaus macht den Deckel drauf. Ich denke, dass einfach ja, das Bewusstsein eine große Rolle spielt, ne? dass man sich dessen bewusst sein muss, was hier passiert, dass nur Platz 1, nur ganz oben zu stehen, den Ansprüchen gerecht wird, was man hier vorhat. Also ab Platz 2 gibt es negative Berichterstattung, gibt es Unzufriedenheit, kommt Unruhe auf. So, das bedeutet, dass man hochkonzentriert an jedes Spiel gehen muss. Bei RB Leipzig kommt einem das so ein bisschen so vor, die Profibedingungen sind zu 100% da, alles ist so, wie es sein muss, so wie du dich wohlfühlst als Fußballer, du musst nur Leistung bringen. Und manchmal hat man das Gefühl, wir sind zu viele Spieler, die einen Vertrag unterschrieben haben und denken, sie stehen in einem Aufzug und dieser Aufzug wird von allen Leuten drumherum automatisch bis in die Bundesliga gefahren. Und ich sage immer, RB Leipzig ist eigentlich eine Treppe, du stehst zwar unten am Anfang und du hast vielleicht silbernes Treppen, einen silbernen Treppenaufgang, aber laufen musst du es ganz alleine. Und du hast das Glück, dass die Treppe nicht nach unten geht, sondern du hast das Glück, dass die Treppe nur nach oben geht. Aber wenn du nicht läufst, bleibst du unten stehen. Die Red Bull Arena am 6. Februar. Ausgerechnet hier, im Heimstadion des RB Leipzig, steigt heute das Oberligaspiel zwischen Lok und Sachsen. Schönen guten Tag. Hallo. Die Bändchen macht die Kalle fertig. Da haben wir jetzt erstmal 250 Stück. Ja? Ja? Mal gucken. Jetzt gehen wir darüber. Steffen Kubalt ist schon Stunden vor Anpfiff im Einsatz. Es ist sein letztes Spiel als Vereinspräsident von Lok. Kann ich Ihnen helfen? C16. C16? Bis 10-16. Der ist da drüben. Gott, wer spielt denn heute eigentlich? Heute ist Derby Lok gegen FC Sachsen.
das ist ein Stück meines Lebens. Ne? Also die ganze Familie steht dahinter, mein Schwager, mein Schwiegervater, die sind alle zu Lok gerannt, dass es gab, oder VfB. Ne? Es gab dort immer nur das eine Thema, ne, im Fußball. Und das ist schon ganz einfach eine Herzensangelegenheit. Moin. Und ein bisschen bekloppt muss man natürlich auch sein, ja. Das ist richtig. Das ist ganz einfach so, sonst geht's, funktioniert die Geschichte nicht. Der Alfred-Kunze-Sportpark im Leipziger Stadtteil Leutsch. Hier treffen sich die FC Sachsen-Fans Marlies und Gerd Seidler mit ihrem Fanclub, bevor es gleich in die Red Bull Arena geht. Das erste Mal sagen wir so, zwischen Leipzig 1964. Das Jahr, wo sie Meister wurden. Das war dort der Gig, von der Schule aus nach Leutsch zu gehen. Und seitdem bin ich mit kleinen Unterbrechungen ständiger Zuschauer bei der BSG Chemie Leipzig, beziehungsweise dann ab 1990 beim FC Sachsen Leipzig. Was anderes gibt's nicht.